Hallo zusammen, ich habe heute wieder eine Kombination und zwar habe ich unten einen Tiefkühlschrank. Ein Schrank kann links oder rechts gebandet werden und ich habe oben einen Auszug. Sehen wir nachher von der Seite. Und unten dran habe ich diese zwei Maschinen. Und wenn wir das von der Seite her anschauen, habe ich unten so einen Aufbau, das ist so ein Holz-U, kennt ihr vielleicht aus einem anderen Video. Das Teil hat 20 Höhe und da habe ich den Kühlschrank und hier eben diesen Auszug. Das ist jetzt einfach lose aufeinander gestellt. Das klebt man natürlich vor der Montage zusammen und dann kann ich das so montieren. Das Problem ist jetzt, wenn ich die Gesamthöhe anschaue, habe ich 107. 107 vom Boden her ist diese Höhe, dann habe ich noch Arbeitsplatte, dann bin ich relativ hoch. Also diese Kombination so zusammen, wenn ich das unter einer Arbeitsplatte montieren will, nein. Aber ich kann im Boden auch ein Loch schneiden und die zwei Aggregate in den Keller versenken, in die Bilge beim Boot. Oder Standard habe ich hier 1,5 Meter lange Leitungen. Ihr könnt 3 Meter bestellen oder 5 Meter, das ist kein Thema. Und dann kann ich diese Aggregate zum Beispiel in die Heckgarage vom Wohnmobil setzen oder ich kann sie in die Wachskiste setzen beim Segelboot oder einfach davon weg. Aber ich brauche dann immer so ein Loch, wo ich mit dem Aggregat durchfahren kann, bis in die Wachskiste oder runter in die Bilge. Optional gibt es hier Kältemittel-Trennkupplungen. Das sind solche Teile, hier lose, wir verlöten das, wir füllen das und ihr könnt die Deckel wegnehmen, zusammenschrauben und dann haben wir das Aggregat getrennt, separate Kühlschränke. Wir haben in dieser Kombination eben einen Kühlschrank separat und einen Tiefkühler separat. Der Tiefkühler hier ist mit Digitalthermostat ausgestattet. Das gibt es als Option dazu. Ich habe jetzt hier eine Temperatur von 27,5 Grad, obwohl ich vorher natürlich die Tür aufgemacht habe. Wir haben hier bei diesem Tiefkühler jetzt haben eine verstärkte Kühlmaschine. Die hat dann dreimal mehr Leistung wie ein Standard-Tiefkühler. Der Standard-Tiefkühler geht halt nur bis minus 25 Grad und der Verstärkte geht runter auf minus 30, ist aber nicht so wichtig. Wir haben etwa dreimal mehr Kühlleistung. Das ist erst wichtig, wenn man sagt, ich gehe nach Norwegen fischen. Ihr kennt das, so kleine Fische irgendwie. Gehen hier nicht rein. Aber ihr könnt die Filetieren reinmachen. Da habt ihr etwa 5 Kilo Gefrierleistung pro Tag in diesem Tiefkühler mit der verstärkten Maschine. Also es gibt kaum Tiefkühler, die minus 28 Grad machen im Campingbereich. Die reden alle von minus 10 Grad. Aber lebensmitteltechnisch ist eigentlich Vorschrift tiefer als minus 18. Ja, das ist die Kombination Auszug und Tiefkühlschrank. Ich mache euch hier oben einen Link nur über den Auszug. Hier einen Link nur über den Tiefkühlschrank. Und ich wünsche euch, nachdem ihr mir mal wieder ein Abo dagelassen habt, einen schönen Tag.